Und wie ihr sehen werdet, wenn ich jetzt nach hier vorne fliege, hier seht ihr schon, ist die 3 aktiv. Tada! So einfach ist das Ganze. So, jetzt könnt ihr euch mathematisch betätigen, indem ihr ja, alle Buchstaben im Alphabet mal 2 nehmt und plus alle Zahlen, plus alle Sonderzeichen und dann habt ihr das Ergebnis von allen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die wir in einer dieser ROM-Einheiten geschrieben haben, damit diese ausgegeben werden können hier vorne. An dem Seitenrand hier, die Türme sind natürlich viel kleiner, weil wir keine Buchstaben oder so hier vorne ausgeben müssen, sondern nur die reine Zahl für die jeweilige Zeile, die angezeigt wird. Hier in den Buchstaben bzw. Zahlenslots kann natürlich alles Mögliche angezeigt werden und da alles Mögliche angezeigt werden kann, haben wir auch alles Mögliche programmiert. Das heißt, diese riesen Türme, wo ich gerade runterfalle, diese ganzen Türme, da sind alle Kombinationen eingespeichert. Von A bis Z, klein und groß, von 0 bis 9, von Sonderzeichen, von allem die jeweiligen Pixel. Und das einmal von der oberen Zeile und von der unteren Zeile in jedem einzelnen Slot. Und somit wären wir schon fast am Ende angekommen. Nämlich, wie werden diese Buchstaben hier vorne reingeleitet? Das Prinzip habt ihr hoffentlich verstanden mit diesen Querleitungen, dass jeder Buchstabe, wenn er aktiv ist, einfach nur an die Pixel angeschlossen ist, die da vorne ans Display gehen. Allerdings haben wir ja gesagt, dass wir mit Binärsignalen arbeiten. Und wie kriegen wir diese Binärsignale zurück in ein einzelnes Signal, wo festgelegt wird, was welcher Buchstabe ist? Das funktioniert mit Decodern. Und zwar hatten wir ja eben gesagt, wird das Signal aus der Festplatte aufgespalten und kann nach links oder rechts gehen, also entweder in die obere oder in die untere Zeile. Diese Bits werden einfach in Wendeltreppen geleitet. Hier werden übrigens alle Bits von allen Zeilen zusammengefasst, da ja sowieso immer nur ein Bit durchkommt, nämlich der von der aktiven Zeile. Er nämlich einmal in die Wendeltreppen von oben und einmal in die Wendeltreppe von unten. Das heißt, wenn hier ein Bit eingespeichert sein sollte für die aktive Zeile, dann wird der durch diese Wendeltreppe hier nach unten geleitet. Und hier in einer von diesen 7 Leitungen. Das sind jetzt natürlich mehr als 7 Leitungen nebeneinander. Das liegt daran, dass wir hier ziemlich grenzenlos gebaut haben, ziemlich eng. Hier seht ihr, hört das System auf. Hier macht das den nächsten Schritt. Das hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da unten ist der 7. Bit. Und der 8. für das Groß- und Kleinschreiben. Das sind jetzt 7 Bit, die hier hinten in diese Türme reingeleitet werden. Das heißt, diese 7 Bit sind zuständig für einen Buchstaben auf der Festplatte. Auf dem Display. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen müde. Ich labere gerade wieder Quatsch. So. Diese 7 zusammengehörigen Bits sind auch zusammen in einem Festplattenspeicher abgespeichert, werden dann also hier reingeleitet. Das zeige ich euch jetzt mal hier vorne. Wie ihr euch erinnern könnt, haben wir in der 2. Zeile das kleine i geschrieben, am vorletzten Speicherplatz. Und wie ihr sehen könnt, hier ist das kleine i. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier hört die Speicherzelle ganz links auf. Und dann haben wir von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis hier die Speicherzelle, in der das kleine i gespeichert ist, nämlich hier vorne. Und das sind die dazugehörigen Bits. In diesen Bits befindet sich jetzt gerade der Binärcode für i, für kleines i. Und ja, jetzt könnt ihr hier auch direkt sehen, was mit diesem Binärcode passiert. Dieser Binärcode wird in diese Glowstone-Treppen hier geleitet. Und wie ihr sehen könnt, werden diese Binärcodes hier wieder zusammengefasst. Das heißt, hier wird wieder aus einer Gruppe von Binärcodes eine einzelne Leitung. Und zwar wie folgt, nämlich mit AND-Gates. Mit negierten und nicht negierten AND-Gates. Für diejenigen, die nicht wissen, was AND-Gates sind, hier mal eine Kurzfassung. Und dann brauche ich nicht. So.
mache ich es am besten? Ich brauche eine Fackel. Na, komm schon. So, wie ihr sehen könnt, ist das Ausgangssignal aus und die beiden Eingangssignale sind aus. Bei einem normalen Kabel muss ich einfach nur das Eingangssignal einschalten und das Ausgangssignal auch eingeschaltet. Und das ist ja logisch, weil die gesamte Leitung einfach unter Strom steht. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Bei einem AND-Gate geht es darum, das ist eine logische Verknüpfung, dass beide Signale eingeschaltet werden müssen, um das Ausgangssignal auch einzuschalten. Das heißt, eine einzelne Leitung allein reicht nicht aus, um das Signal einzuschalten. Das liegt jetzt hier daran, dass wir mit zwei negierten Signalen arbeiten. Das heißt, diese beiden Fackeln halten ständig dieses Strom, die Leitung hier oben unter Strom, welche diese Fackel ausschalten. Wenn ich nur eine einzelne Fackel ausschalte, bleibt diese Leitung trotzdem unter Strom, weil die andere Fackel noch an ist, wodurch diese Fackel nicht ausgeht. Das heißt, nur wenn ich die zweite Leitung ebenfalls einschalte, geht die zweite Fackel aus, wodurch die Leitung ausgeht, wodurch die Fackel hier angeht. Ja, das gleiche Prinzip habe ich hier oben verwendet, in den Decodern, nur mit einer kleinen Änderung. Ich mache jetzt hier draus einfach mal einen 3-Bit-Decoder. So. Das hier ist jetzt der Decoder von oben. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt das gleiche Endgate wie eben, nur mit drei Eingangssignalen. Das heißt, wenn alle drei Eingangssignale an sind, geht die Leitung da hinten auch an. Jetzt haben wir schon einen Decoder gebaut für das Binärsignal an. Das heißt, dieser Decoder geht nur an, wenn die Eingangssignale alle drei an sind. Das heißt, wenn alle drei Bits aktiv sind. So. Das gleiche lässt sich jetzt für jede beliebige Kombination machen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel diese Fackel hier wegnehmen, dadurch die Negierung aufheben. Wenn ich jetzt hier einen Repeater vorsetze, damit das Signal nicht zurückfließt. Mache ich einfach mal bei allen dreien. Jetzt habe ich eine andere Kombination. Jetzt habe ich die Kombination. Na, aus, an, schaltet diese Leitung an, okay? Wenn ihr euch jetzt bereits dank meiner Aufforderung am Anfang mit Binärsignalen befasst habt, dann wisst ihr, dass das jetzt ein anderes Binärsignal ist. Nämlich aus, an. Also, weiß ich jetzt gar nicht, welche Zahl das ist, ist aber auch erstmal egal. Ja. Wenn wir jetzt das Binärsignal von eben verwenden, ist die Leitung hier hinten wieder aus. Weil wir nämlich diese eine negierte Leitung umgedreht haben. Wie ihr sehen könnt, wenn ich diese Fackel wieder hier hinsetze, passt der Decoder wieder für dieses Signal. Allerdings, wenn ich die Fackel wegnehme und hier einen Redstone drauflege, ist es wieder ein Decoder für ein anderes Signal, nämlich für dieses Signal hier. So, das gleiche kann ich jetzt in jeder beliebigen Kombination machen. Jetzt kann ich es zum Beispiel für das Signal aus-aus-an machen. Das heißt, nur wenn die letzte Leitung hier aktiv ist, geht dieses Signal hier hinten aus. Nicht, wenn ich ein beliebiges anderes Signal einspeise. Wie ihr sehen könnt, geht es tatsächlich nur dann an, wenn exakt dieses eine Signal hier aktiv ist und die anderen beiden aus sind. Das ist quasi wie ein Zahlenschloss. Wenn ich hier andere Kombinationen eingebe, passiert nichts. Nur wenn ich die richtige Kombination treffe, nämlich diese hier, geht die Leitung hier hinten an. Das kann ich in jeder möglichen Form und in jeder möglichen Kombination machen. Und da es bei Binärsignalen nur um Kombinationen geht, also um alle möglichen Kombinationen von Möglichkeiten, ja, kann ich auch für jede Kombination einen Decoder bauen. Und genau das gleiche habe ich hier oben gemacht. Ja, egal, ich halte ein Loch im Boden. Na, komm schon. Hier befinden sich die Türme mit den Decodern. Wie ihr sehen könnt, sind das wieder zusammengefasst in die 7-Bit. Und diese 7-Bit werden in die Glowstone-Treppen reingeleitet. Und jede von diesen Etagen hier ist zuständig für eine andere Kombination von Binärcode. Ihr seht diese ganzen Fackeln hier vorne, davon ist exakt genau eine einzige an. Weil es nämlich nur ein einziges Binärsignal gibt, was diese eine Fackel ausschaltet. Und jede von diesen Fackeln ist für ein einzelnes Binärsignal zuständig. Das heißt, A hat ein eigenes Signal, B, C, D, E und so weiter und so fort.
Und das hier ist genau das Signal, das für I zuständig ist, nämlich fürs kleine I. Deswegen geht genau diese eine Fackel an. Hier ist der 8. Bit eingeschaltet, der dafür zuständig ist, um zu kontrollieren, ob es sich um Groß- oder Kleinschreibung handelt. Da der 8. Bit ausgeschaltet ist, ist es Kleinschreibung. Wenn ich hier Strom reinsetzen würde, würde diese Fackel hier ausgehen und da oben die Fackel bei dem großen I angehen, weil nämlich jetzt der Decoder hier durch dieses Fremdsignal gestört wird. Das heißt, das Signal hier geht aus, weil nämlich jetzt hier ein Fremdsignal eingespeist worden ist und das Fremdsignal da oben wird einfach negiert und eingeleitet. Dadurch ist es da oben nicht mehr fremdgestört und das Decoder-Signal springt ein. Ja, das heißt, dank des Decoders haben wir für jedes Binärsignal wieder eine einzelne Leitung, die dann auch alle einzeln programmiert werden müssen. Das heißt, diese Leitung, da sie für das kleine i steht, hat hier die Querverbindung zu den Pixeln vom kleinen i. Das gleiche gilt auch für den hinteren Turm, für das kleine i und für alle Nachbartürme. Das heißt, in allen Türmen ist das kleine i mit den Pixeln für das kleine i verbunden. Das heißt, alle diese Treppen hier führen zu den Pixeln von dem jeweiligen Buchstaben. Ja, so viel dazu. Da immer nur ein einzelnes Bitpaar eingelesen werden kann und festgelegt wird, wo, entweder oben oder unten, können sich die Buchstaben nicht überschneiden. Das heißt, es wird immer nur von einem einzigen Buchstaben das Bitsignal eingelesen und hinten ausgegeben. Deswegen entstehen da auch keine Fehler und deswegen funktioniert dieses System auch so reibungslos. Also wie gesagt, Leute, ich bin wahrscheinlich auch nicht besonders gut im Erklären, wenn ihr, also von so komplexen Sachen auf jeden Fall nicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu speziellen Sachen, dann fragt mich. Und könnt gerne Anregungen und sonstiges als Kommentar drunter schreiben. Ja. Ich schreibe jetzt mal sch irgendwas Schönes hier rein. Als Beweis, dass es auch wirklich alles funktioniert. Also seht dieses Video nicht als Gesamterklärung, sondern eher als Anreiz dafür, mehr oder weniger die Mechanismen, die hier hinterstecken, einzeln nochmal genau zu erklären. Also ich sehe dann anhand von euren Rückmeldungen, was ich nochmal genau erklären muss und wo ich nochmal drauf eingehen muss. Vielleicht habt ihr auch alles auf Anhieb verstanden und braucht meine Erklärung gar nicht, dann bin ich auch rundum zufrieden. Achso, was wollte ich überhaupt schreiben? Was schreibe ich denn da überhaupt? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Theme. Ja, cool. Theme. Lassen wir das einfach mal. Nochmal Clear All. Ich theme mich bei euch. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, ich bin momentan nicht mehr so aktiv mit Redstone und in Minecraft, weil ich irgendwie, also das Interesse verloren wäre jetzt falsch, aber es reizt mich irgendwie nicht mehr besonders. Also, ich habe noch ein paar Projekte am Laufen, aber die, ja, irgendwie, ihr könnt ja einfach mal, wenn ihr irgendwas als Vorschlag habe, was ich bauen kann. Also jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, ich kann euch alles bauen, was ihr haben wollt. Schreibt mir nur in die Kommentare, bau das, dann mache ich das. Nee, aber wenn ihr eine coole Idee habt für irgendwas Nützliches oder irgendwas Sinnloses, was einfach mal gemacht werden muss oder gemacht werden sollte oder was lustig wäre, dann schreibt einfach mal rein. Vielleicht bekomme ich ja Bock, es einfach mal zu bauen. Weil ich meistens einfach nur spontan anfange zu bauen. Gar nicht so mit einem großen Plan, sondern einfach nur so, boah, ja, da habe ich Bock drauf. Das mache ich. So wie das Ding hier, das ist auch mehr oder weniger spontan entstanden. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und auf euer Feedback. Würde ich sagen, wenn ich irgendwas vergessen habe, ne, was ihr auch unbedingt wissen wollt, dann schreibt es auch rein, weil ich, mein Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen scheiße. Ich habe mal gekifft. Jetzt wisst ihr, woran es liegt. Deswegen, wenn ich was vergessen habe, auch reinschreiben, dann erkläre ich es noch dazu. Vielleicht ist das nächste Mal auch mein Bruder mit dabei, der hat gerade eine Nasen-OP gehabt. Aber der hat auf jeden Fall auch Bock, ein bisschen was zu erklären von dem Ding hier. Und vielleicht macht er auch so ein eigenes Video dazu. Ja. Würde ich sagen, bis dann, Jungs. Macht's gut.